Jo Leute, was geht ab und herzlich willkommen zum letzten Teil der Leogang-Reihe. In diesem Video werde ich dir sagen, was für Sachen du beachten solltest, wenn du nach Leogang fährst, mein allgemeines Feedback, ob das Ganze auch was für Anfänger ist und wer nach Österreich fahren sollte, wer vielleicht noch nicht und ob sich das überhaupt lohnt. So viel Kilometer zu fahren für Leute, die jetzt so in NRW wohnen, viel Spaß bei diesem Video. So, als allererstes, wir fangen mal vorne an, mein Feedback, Thema Anreise. Ich würde auf jeden Fall empfehlen, richtig früh morgens loszufahren. So, also wenn du 7 bis 8 Stunden Fahrt hast, so wie ich, dann würde ich dir empfehlen, relativ früh loszufahren, weil wir sind so viel Stau gefahren, das hat mittlerweile bestimmt 1 bis 2 Stunden mehr gekostet, als wir eigentlich gebraucht hätten. Deswegen lieber ein bisschen früher losfahren und dann ganz, ganz entspannt einfach durchfahren. Außerdem das Thema Maut habe ich ja schon im ersten Video angesprochen, wie das Ganze funktioniert. Schau dir dazu am besten das erste Video der Reihe einmal an. Da spreche ich über dieses Maut-Thema und welche Vignette du kaufen musst, damit du Landstraßen und Autobahnen in Österreich befahren darfst. Das ist etwas, haben wir halt hier in Deutschland nicht, muss man halt wissen. Gibt es ein paar günstige, teure Alternativen, check dafür das erste Video. So, als nächstes, was solltest du mitnehmen? Natürlich solltest du dein Fahrrad mitnehmen. Ich würde auf jeden Fall ein Kategorie 4 Bike empfehlen oder 5 am besten oder halt höher. Ein bikeparktaugliches Fahrrad definitiv. Vielleicht reicht noch in Saalbach und sowas, vielleicht sogar ein Trailbike oder so. Ich würde auf jeden Fall ein Fahrrad empfehlen, was auf jeden Fall wirklich bikeparktauglich ist. Weil nach meinem persönlichen Empfinden ist Österreich schon ein bisschen härter als Deutschland, aber dazu kommen wir später. Welches Können solltest du mitbringen? Es gibt so, wie ich das jetzt so kennengelernt habe, ich spreche ja nur aus meiner Erfahrung, verschiedene Strecken. Einmal ist Leogang natürlich sehr krass sprunglastig teilweise, aber es gibt auch sehr viele Enduro-Trails. Du solltest auf jeden Fall schon mal in dem ein oder anderen Bikepark hier in Deutschland gewesen sein, weil ich glaube, sonst hast du einfach nicht so viel Spaß, außer du bist ein absolutes Naturtalent. Ich bin persönlich mit zu viel Angst dahin gefahren und bin dementsprechend auch sehr ängstlich gefahren. Ihr habt das vielleicht in den Videos ein bisschen sehen können, dass ich da kaum einen Sprung irgendwie richtig geschafft habe. Also wenige. Saalbach lief natürlich besser, aber Leogang zum Beispiel hatte ich so viel Respekt vor am ersten Tag, dass ich mich selber echt limitiert habe. Und du solltest auf jeden Fall schon ein bisschen Erfahrung mitbringen, damit du dich einfach wohlfühlst, das Ganze kein Stress ist und du nicht das Gefühl hast, boah, zum Glück bin ich jetzt wieder unten, sondern dass du das Ganze einfach auch genießen kannst. Unterschiede zu Deutschland. Also, wie ich es kennengelernt habe, ist es auf jeden Fall alles viel, viel länger. Weil klar, die Abfahrten sind länger. Willingen war das längste, was ich bisher gefahren bin. Und jetzt zum Beispiel gestern war ich noch in Olpe und mir kamen die Strecken so kurz vor. Ich hatte gar keine Ermüdung mehr. Früher war es dann mal so, dass mir dann schon die Beine wehtaten, als ich in Olpe einmal runtergefahren bin. Und jetzt nach Österreich war das irgendwie gar nichts mehr. Also das war so echt, ich konnte bis Liftschluss fahren. Das habe ich noch nie vorher gemacht. Und allein dieser Trainingseffekt, das hat sich schon gelohnt auf jeden Fall. Außerdem sind die meisten Sachen, besonders in Leogang, viel, viel steiler. Weil klar, die haben halt Berge, die müssen nicht so viel mit Höhenmetern sparen und deswegen ist alles steiler. Und da sollten auf jeden Fall deine Bremsen ordentlich funktionieren, damit du auch bremsen kannst, wenn es nötig ist. Ich habe viel zu viel gebremst, Leute, ich sag's euch, wie es ist. Ich hatte echt die Hose voll bei manchen Sachen. Nichtsdestotrotz hat es mega Bock gemacht. Lohnt sich Leogang und Österreich? Lohnt sich dieser weite Weg überhaupt, um ein bisschen Radl fahren zu gehen? Ja, ich würde sagen schon, für mich persönlich auf jeden Fall, weil ich auch das Panorama und die Atmosphäre und so sehr, sehr genossen habe. Ich muss allerdings ehrlich zugeben, wenn ich dort jetzt noch mit mehr Jungs zusammen gewesen wäre, so mit Marc und Steve zusammen und vielleicht noch ein paar anderen, ich bin ja schon happy gewesen, dass Tan und Justin mich mitgenommen haben. Danke dafür nochmal. Aber wenn du mit deinen Jungs halt da bist, dann hast du einfach viel mehr Spaß. Und für mich ist es halt so, so ein guter Bikeparkbesuch, der steht und fällt meistens mit den Leuten, mit denen man fahren geht. Es ist einfach so, wenn, das klingt jetzt vielleicht hart, aber eine Runde Trails fahren oder in einen kleinen Park wie in Olpe mit Marc und Steve gibt mir persönlich mindestens genauso viel
wie jetzt in Leogang zu fahren. Jetzt stelle ich mir vor, wie ist es mit den Leuten zusammen nach Österreich und Leogang zu fahren? Das ist natürlich Next Level. Also für mich persönlich, nimm dir ein paar Leute mit denen du dich richtig gut verstehst, mit denen du richtig Bock hast, mit denen du eine gute Zeit haben kannst. Und dann wird das der Trip deines Lebens. So, fahre ich wieder dahin oder reicht mir das jetzt? Ich fahre auf jeden Fall wieder hin. 2022 ist auf jeden Fall in Planung, mal so 2 Wochen lang nach Österreich zu fahren und ein paar verschiedene Spots abzuklappern. Das ist mir besonders wichtig, dass ich das einfach alles mal sehe und einfach mal da runterfahre und euch halt so mitnehme auf diesem ganzen Weg. Abgesehen von dem Thema Enduro-Rennen, wo ich jetzt schon sozusagen in der Vorbereitung stecke, da werde ich euch auch noch viele, viele Videos zeigen zum Thema, wie melde ich mich überhaupt an für ein Rennen, wo gibt es Rennen, was gibt es für Unterschiede bei den Rennen und so weiter und so fort, wie trainiere ich dafür. Und mir haben ja auch schon ein paar Leute geschrieben, wenn ihr Bock habt, dann können wir natürlich auch irgendwie gemeinsam alle starten beim gleichen Rennen und uns gegenseitig so ein bisschen pushen, motivieren beim Uphill. Fände ich ziemlich cool. Und dazu werde ich euch aber auch noch viele, viele Videos droppen jetzt die nächste Zeit. Und abgesehen von diesem Enduro-Thema steht auf jeden Fall diese Planung an, halt so einen richtig schönen Bike-Trip zu machen. Wir werden wahrscheinlich das jetzt die kommenden Wochen schon anfangen zu planen und vielleicht auch ein Video dazu machen. Wir werden mal sehen, je nachdem wie Bock wir haben, wie motiviert wir sind, wie gut das Ganze funktioniert und ja. Feedback allgemein ist eine krasse Erfahrung gewesen. Ich habe schon von den 2 Tagen, glaube ich, ordentlich Progress gemacht. Mir kam jetzt der Besuch in Olpe, mir kam alles viel langsamer vor. Ich hatte das Gefühl, ich fahre automatisch alles schneller und ich habe mehr Selbstbewusstsein, mehr Sicherheit, weil Leogang schon ein Tick, glaube ich, über meinem Level war und ich so daran gekratzt habe so und mich meine Grenzen so ein bisschen gepusht habe, besonders der Knappen-Trail, der Enduro-Trail. Da werde ich auf jeden Fall mal den Enduro-Trail in Willingen demnächst nochmal fahren wollen, wenn ich es noch schaffe in dieser Saison mal in den Park, sonst steht das nächstes Jahr an. Aber das ist so, ich habe gemerkt, es hat mir schon, diese 2 Tage haben mir schon auf jeden Fall ein bisschen ja, Progress gebracht und ich bin ein bisschen weitergekommen. Jetzt stelle ich mir vor, wie das ist, wenn du 2 Wochen da bist und mal wirklich regelmäßig fährst. Ich fahre ja nur 1 bis 2 Mal die Woche Fahrrad im Moment, weil es einfach zeitlich nicht anders geht. Und wenn du aber mal kontinuierlich Fahrrad fährst und Tag für Tag, dann glaube ich, macht man richtig schnell Fortschritte. Ich freue mich auf jeden Fall aufs nächste Jahr. Ich bin richtig gespannt auch auf die anderen Geschichten in Österreich. Und ja, freue mich einfach, dass so viele Leute dabei sind und mit mir zusammen irgendwie diesen Weg bestreiten, auch jetzt beim Enduro-Rennen, freue ich mich einfach mega krass, dass ich so eine coole Community habe. Danke dafür. Und ich freue mich auch immer, wenn man Leute trifft, die einem irgendwie kennen aus den Videos. Und man ist irgendwie nirgendwo allein. Das ist mega schön. Ich könnte, glaube ich, alleine in den Park fahren und man trifft irgendwen und man kann sich irgendwo anschließen. Das ist einfach echt eine coole Sache. Und damit hätte ich nicht gerechnet, als ich angefangen habe beim Fahrradfahren. Jo. Leute, mehr habe ich nicht zu sagen zu Leogang. Vielen Dank, wenn ihr bis zum Ende der Reihe dran geblieben seid. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. War mal so ein kleines Experiment, mal so ein bisschen daily das zu machen. Und vielleicht machen wir das irgendwann mal wieder. Wir sehen uns im nächsten Video, Leute. Lasst gerne ein Abo da. Jede Woche mindestens 2 neue Videos weiterhin. Und ja, bis bald. Habt eine gute Zeit. Passt auf euch auf. Ciao, ciao.